Ausgerechnet heute. Seit Tagen warte ich auf die Lieferung meiner Waren. Da muss etwas passiert sein. Vater! Ja, was? Oh, nun mach doch nicht so ein Gesicht. Komm und feier mit uns dieses Fest. Ella. Du musst dir mal das Buffet anschauen. Das wird deine Laune sofort steigen. Papalapap. Diese gefüllten Auberginen. Wirst du ganz bestimmt ohne Vaters Unterstützung aufessen müssen. Wieso? Mag ich keine Oberschule? Er mag keine Feste, Schwesterlein. Vater ist und bleibt nur mal ein Spielverderber. Nun lass ihn doch in Ruhe. Er hat im Moment wirklich andere Sorgen. Ja, ja. Geschäfte hier und Geschäfte da. Geld, Waren, sein Schiff. Warum sollte da schon was Schlimmes passiert sein? Wie warte, dass du ganz ohne Essen aufhältst? Jetzt hat eben nicht jeder so einen gesunden Appetit wie du. Na hör mal, man wird doch wohl noch seinen kleinen Hunger stillen dürfen. Mein kleiner Hunger will ganz anders gestillt werden. Sieh mal da drüben ist Gustav. Hier sind wir, Gustav. Juhu! Mademoiselle. Oh. Oh la la. Eine kleine Familienzusammenkunft? Wie amüsant. Nicht doch. Willst du nicht mit mir? Tut mir leid. Bella oder keine. Bella, komm. Schwing mit mir das Tanzen. Ach nein. Immer Papis Liebling. Da wollen wir doch erst mal sehen, ob du genauso viel tanzen wie reden kannst. Würden Sie mir die Ehre erweisen und mir den nächsten Tanz reservieren? Das wird ja immer besser. Ich hab die Älteren an Rechte auf. Aber, meine Damen, warum denn gleich streiten? Ihr werdet schon alle auf eure Kosten kommen. Auch die Älteren an Rechte. Ich trete ihn freiwillig an dich ab, Grete. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Er verdient nichts Besseres. Na, hör mal. Wie redest du denn vom begehrtesten Junggesellen in unserem Dorf? Ich wünsche mir, dass nur einer von den Männern hier ein bisschen mehr im Kopf hätt als Blödsinn und Bier. Moment mal. Ja, bitte, bitte. Bella? Da gehen wir zum Glück und trinken ein Bier. Tag ein, Tag aus, der gleiche Trott in unserem Dorf am Rand der Stadt. Wir fragen nicht nach den tieferen Sinn. Tag aus, Tag ein, im gleichen Trott. Auf ihrer Last, was dir weiß Gott. Wir gehen nicht nur selten mal etwas schief in unserem Dorf am Rand der Stadt.
Samstags wird keine Zeit verschwendet, da wird mit den Mädels das Heu gewendet. Freitags da fangen wir Lecker und Fisch und abends geht's ab in die Schenke. Samstags da werden die Krüge poliert, damit dann am Abend alles läuft wie geschmiert. Denn abends geht's ab in die Schenke. Sonntags in der Kirche brummt mir der Schädel. In den Morgen sitzt man nie mit Mädels. Und ratet mal, was am Abend passiert. Da gehen wir zum Wirt und trinken ein Bier. Tag ein, Tag aus, der gleiche Trotz. In unserem Dorf am Rand der Stadt. Gemächlich geht der Tag dahin. Wir fahren nicht nach dem tieferen Sinn. Da habe ich mich beim Rasieren geschnitten. Und vorgestern, da ist meine Katze. Mein Gott, das ist der Schüttel, die Katze. Und wisst ihr nicht mehr im letzten Jahr, als Weihnachten dieses schreckliche Hochwasser war? Mann, war das aber aufregend. Wie aufregend. Komm, Bella, trink mit mir ein Glas auf unser weiter zukünftiges Glück. Beim Anblick unseres Aschenputtes fahren ihm noch mal die Augen aus dem Kopf. Während er die beiden schönsten vor Ort nicht mit einem Blick würdig. Gustav, nun schau dir doch mal sein Gesicht an. Wie bitte soll ich mich da amüsieren? Mein Gott, Bella, vergiss doch einmal deinen Vater und wirf den Mantel der Barmherzigkeit zur Abwechslung über mich. Soll doch der Alte dein ganzes Vermögen verlieren. Was sagst du? Ich biete dir ein viel größeres. Sieh mich an. Ich bin alles. Ich bin reich. Ich bin schön. So charmant. Und bescheiden. Ja, ich habe alles. Ich habe Geschmack. Ich habe Geld. Er hat Stil. Und nicht alle Tassen im Schrank. Ich kann alles. Ja, vor allen Dingen kannst du gut angeben. Jedes Mädchen hier im Dorf leckt sich die Finger nach mir. Oh. Ja, lecker! Gustav, kannst du mir nur einen vernünftigen Grund nennen, warum ich jemanden wie dich, der doch so perfekt ist, ein ganzes Leben lang an meiner Seite tragen sollte? Einen Grund? Mon Dieu! Einen ganzen Kopf! Hier steht ein Held. Oje, wer hat den denn bestellt? Schau dieses Mannsbild an, was ich alles kann. Ich bin so stark wie ein Baum. Na ja, da wollen wir erst einmal schauen. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst ein jeder Mann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welcher eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste, ich bin für die Liebe gemacht. Du bist ganz einfach der Beste, da kannst du mir vertrauen. Von daher genügt deine Geste und das Lachen aller Frauen.
pass auf, ich bin auch der Schnellste. Dafür leider nicht der Hellste. Du stierst nach jeder Schürze. Das gibt doch dem Leben die Würze. Ich hab so viele Qualitäten und ein Portemonnaie voller Moneten. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst dann jedermann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welch eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste, ich bin für die Liebe gemacht. Du bist ganz einfach der Beste, da kannst du mir vertrauen. Von dir genügt eine Geste und es lachen alle Frauen. Ich fang stets den dicksten Fisch, du weißt, ich gebe nicht an. Sicher, du bist wählerisch, doch ich bin der beste Mann. Ich bin ein Mann von Welt. Ich nehm mir die Frau, die mir gefällt. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblößte, der Platz hat jeder Mann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welche Pracht. Von allen bin ich der Schönste. Ich bin für die Liebe gemacht. Hey! Aber, meine Damen, nicht so stürmisch. Du warst fantastisch. Ja. Einfach umwerfen. Ich weiß. Lasst uns etwas trinken gehen. Was hast du recht gemacht, meine Tochter? Ein solcher Schnösel hat in unserer Familie nichts zu suchen. Du, ich glaube sogar, der Gustav würde sich noch freuen, wenn du bankrott machen würdest. Bankrott machen? La, sagst du etwas nicht? Aber warum denn? Auch dann werden wir doch einen Ausweg finden. Du gibst wohl nie auf, oder? Nein. Und auch wenn wir alles, wirklich alles Nein, verlieren Ella. Würden. Ich gebe die Suche niemals auf. Die Suche? Nach neuen Reichtümern? Nein, natürlich nicht. Die Suche nach etwas, was ich wirklich brauche. Etwas, das mir Gustav mit seinem ganzen Geld nicht bieten kann. Etwas, was hier drin steckt und raus muss. Verstehst du mich? Vielleicht. Wer bist du eigentlich? Ich habe dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Ja, ich komme von weit her. Denn auch ich bin auf der Suche. Und nach was? Es gilt, ein verwunschenes Leben zu befreien. Oje. Das klingt ja wie im Märchen. Bist du schon lange unterwegs? Seit Jahrhunderten. Oh, da wird's aber langsam Zeit. Ich glaube, meine Suche wird bald beendet sein. Ich bin ja so neugierig. Da muss es doch noch mehr geben als dieses Dorf und meine Schwestern. Und Gustav. Und dieses dauernde Gerede um Geld, Geld, Geld. Ja. Ich bin mir ganz sicher, das hier, das macht dich das ganze Leben aus. Es gibt so viele Dinge auf der Welt zu sehen, Abenteuer zu bestehen, neue Wege noch zu gehen. Vielleicht gibt es ja Zauberer und Märchenfeen, Wunder, die mir bald geschehen. Menschen, die sich gut verstehen. Es gibt so viele Harmonien, ungezählte Melodien, tausend Fantasien. Ja, ich glaube fest daran, dass ich all das sehen kann. Irgendwann wird mit offenen Augen gehen, mich bemühen, verstehen, mit Geduld und Verstand, irgendwann.
Sternen über Wolken schweben. Ich möchte fliegen himmelwärts, lieben ohne Schmerz, vertrauen in ein Herz. Nach all dem suche ich. Verstehst du mich? Du wirst es schon finden, Bella. Wo bist du denn? Hey, wo steckst du? Einfach verschwunden. Jetzt spricht sie schon mit dem Fenster. Unsere kleine Schwester ist durchgedreht. Wisst ihr, was irgendwann sein wird? Als alte Jungfer wird sie enden. Irgendwann. Ganz im Gegensatz zu uns. Wollt ihr wirklich den Unterschied zwischen euch und uns wissen? Oh, ja, doch. Allora, dann zeigt mal eure ganz speziellen Qualitäten. 2, 3, 4. Ganz einfach blöde, das Dorf, in dem wir hausen, ist wirklich furchtbar öde, so ein dummer Haufen, ist zu bedauern, es ist zum Haare raufen, wir wählen die Besauern, ihr wisst es nicht zu schätzen, dass wir die Schönsten sind, Perlen vor die Säue, das ist wohl Schicksal und das kann uns nicht verletzen, weil wir die Reichsten sind, das Freude steht das Neue, das Beste ist für uns ganz gut genug, weil wir die Rosen in der Wüste. Das Edelwein an der Küste sitzt. Ja, so sieht es aus. Schon frech. Die beide. Grete, schämt ihr euch nicht? Wer die beiden mal heiratet, ist nicht zu beneiden. Kaufmann, ich muss... Ich konnte nicht eher. Ich... Das Schiff ist gesunken. All meine Waren sind vernichtet. Mein Lebenswerk ruiniert. Alles ist verloren. Nun sind wir Bettler, mein Schiff ist gesunken. Mit allem, was ich je besessen habe.
verloren, nun steh ich wie ein Narr, verzweifelt und betrogen, vor den Trümmern meines Lebens. Ach, das ist dunkel, das Geld verloren, hast du so viel getrunken, oder haben wir was an den Ohren? Hör auf zu spazieren, schluss mit den Witzen, alles weg, was wir besorgen. Es kann doch gar nicht sein, was ich sein darf, Vater. Bist du sicher, dass da gar nichts mehr zu machen ist? Kostbare Seide aus China. Keine neuen Schuhe aus Paris. Keine echten Menüs mehr. Wer um Himmels Willen soll jetzt das Haus putzen? Och, wie konntest du nur unser ganzes Hab und Gut einem einzigen Schiff anvertrauen? Lass Vater jetzt in Ruhe. Warte, du musst selber noch einmal zum Hafen. Und dich an Ort und Stelle umsehen, ob nicht doch noch etwas zu retten ist. Wo willst du hin? Was hast du vor? Stella, du hörst es doch selber. Schwestern, sie werden mir doch keine Ruhe geben, bis ich mich doch noch von irgendwoher Geld abgetrieben habe. Bringst du uns auch etwas von deiner Reise mit? Ich habe noch keine passenden Ohrringe für dieses Kleid hier. Und mir hast du schon seit langem einen neuen Pelzmantel versprochen. Und du, Bella, hast du gar keinen Wunsch? Nein, nur den, dass du hier bei uns bleibst. Bella. Also gut, dann bitte ich dich um eine Rose. Bring mir einfach nur eine Rose mit, ja? Auf Wiedersehen, meine drei. Auf Wiedersehen, Bella. Auf Wiedersehen, Vater. Und pass gut auf dich auf. Endlich in Sicherheit. Aber wo bin ich?
Rüdiger, weg! Keine Menschenseele ist zu sehen. Wohnt hier denn niemand? Wie dunkel. Wie kalt das alles ist. Wer war das? Muss fort von hier! Nein, bleib! Du musst bleiben! Ja, ihr seid hier! Pardon, aber ich bin besetzt! Und ich verliebt! Seit Jahrhunderten warten wir hier auf dich! Auf mich? Ja! Aber warum? Du kennst dich nicht zufällig mit Holzwärmer aus? Ich bin ganz morsch! Darf ich dir einen Platz mit garantierter Bruchlandung anbieten? Wir alle hier im Schloss brauchen deine Hilfe. Willst du mir nicht wenigstens zuhören? Mein Gott, das hat mir gerade noch gefehlt. Als wäre ich nicht genug geschafft mit diesem üblen Fluch. Ich hab die Jahre nicht gezählt, die ich verbracht in diesem Schloss. Mit diesem Biest ist das denn nicht genug? Er tat nicht, wie es sich geziemt, doch hat er dies Lob nicht verdient. Was kann in die Welt verschreien, die ganze Wut und Höllenpein. Aber was nützt alles Klagen? Ich muss den Zustand hier ertragen. Reingeschneit namens unsere Menschlichkeit, die Fee, wie sie sich selbst gern nennt, für ihre Arbeit konsequent. Mein Gott, ja, was kann ich denn schon dafür? Stand immer treu in seinem Dienst, hab ich das denn verdient? Mein Gott, jedoch nichts getan, war ihr wahrscheinlich nur im Weg, an jenem Tag, an dem sie ihn verflucht. Er war schon immer eine Pein, doch ich blieb stumm und hielt zu ihm. Was hat es mir gebracht, was er auch tat? Er war gemein, jetzt muss ich zahlen, unter Qualen meine Pflicht. Verstehst du nun? Jahr für Jahr verwandeln wir uns mehr in diese Monster. Siehst du dieses Licht? An ihm können wir die Zeit ablesen, die uns noch bleibt. Denn wenn es erlischt, verwandeln wir uns endgültig und unwiederbringlich zu Stein. Du musst uns von dem Fluch befreien, bevor es zu spät ist. Aber das Licht ist schon fast erloschen.
euch so gerne beistehen. Wenn ich nur wüsste, was ich tun kann. Eine Rose? In diesen toten Mauern? Wenigstens einen Wunsch kann ich erfüllen. Bellas Rose. Wessen Rose? Was denkst du, wer du bist? Du warst es? Hände weg von der Rose! Willst du sehen, wie das ist, wenn man für immer wie im Kerker lebendig begraben ist? Wer bist du? Was habe ich dir getan? Ich wollte nichts Unrechtes tun. Bitte, lass mich gehen. Undankbarer! Ich habe dir das Leben gerettet, indem ich dich in mein Schloss aufnahm. Und als Dank stiehlst du mir meine Rose. Dafür wirst du sterben müssen. Aber sei gnädiger Herr, aber die Rose war für meine Tochter bestimmt, die sich nicht so sehr gewünscht hat. Ich heiße nicht gnädiger Herr. Höflichkeiten sind mir verhasst. Ich will, dass man sagt, was man denkt. Du hast eine Tochter? Nun gut. Was hältst du von einem kleinen Handel? Ich schenke dir die Freiheit, wenn du versprichst mir, binnen 3 Tage deine Tochter Bella zu schicken, damit sie an deiner Stadt stirbt. Bella sterben? Was verlangst du da von mir? Dann sei selbst mein Gast. An Mut wird es dir gewiss nicht fehlen. Oder? Überleg es dir gut. Ich schenke dir die Freiheit. Du wirst sogar als reicher Mann in dein Dorf zurückkehren, wenn du mir dafür deiner Tochter schickst. Kein Mensch. Du bist eine Bestie. Lautet so deine Antwort. Siehst du diesen Ring? Hä? Wenn du ihn drehst, wird dir Hilfe gewährt. Er bringt dich dorthin, wohin du willst. Doch vergiss nie, was du mir versprachst. Schick mir deine Tochter in 3 Tagen. Dieses Gold wird meinen Kindern das Leben retten. Und ich? Ich werde hierher zurückkehren. Meine Strafe selbst auf mich nehmen. Habt ihr das mitbekommen? Der alte Mann mit seiner Tochter könnte unsere Rettung sein. Seit 500 Jahren lastet nun ihr Fluch auf uns. Seit 500 Jahren leben wir an diesem einsamen Ort, der uns zu versteinern droht. Werde ich mein Vergehen, das ich schon so lange so bitter bereut habe, niemals, niemals abbüßen! Warst du grob, leblos, mit einem Herzen aus Stein. Darum habe ich dich in ein Biest verwandelt. Die Anmut deiner Gestalt sollte nicht länger die Hässlichkeit deiner Seele verbergen. Doch nun hast du dich entschlossen, diesem armen Mann zu helfen.
Mir scheint, du hast wirklich begonnen, dich zu ändern. Es soll dir eine letzte Möglichkeit gewährt werden, deinem Fluch zu entrinnen. Höre nun, Biest, gut an, was ich sage. Höre mir zu, auch wenn's dich verwirrt. Dir bleibt keine Wahl in deiner Lage, weil sonst auch dein Körper zu Felsen wird. Wenn es dir auch dieses Mal nicht gelingt, in einem anderen Herzen Liebe zu erwecken, Dann werdet ihr alle endgültig zu Stein erstarren. Er ist wieder da. Ise, Grete. Bella, euer Vater ist zurück. Und mit Schätzen beladen. Mit Schätzen beladen? Wo ist er? Wo ist er denn? Auf einmal ist dir meine Wäsche völlig egal, um die du dich gestern noch gerissen hast. Meine Kinder, meine Töchter, ich hatte solche Sehnsucht nach euch allen. Warte, was ist mit dir passiert? Du siehst blass und erschöpft aus. Sicher hat er unterwegs nichts Anständiges zu essen bekommen. Ist diese winzig kleine Kiste alles, was du von der Schiffsladung retten konntest? Das sind meine Geschenke für euch. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Teuer sie nicht zu stehen gekommen ist, möge sie dir ewig Glück bringen, Bella. Vater, du hast mein Leben gerettet. Gib das her. Das passt zu meinen Augen. So viele Ohrringe. Und ich habe nur zwei Ohren. So viele Goldstücke. Noch eine größere Börse. Reich. Wir sind wieder reich. Ja. Vater. Du kommst derart reich beladen zurück und bist doch unglücklicher als je zuvor. Was ist das denn, was dich so bedrückt? Bella, ich bin in die Fänge einer grauenhaften Bestie geraten. Und was, als Preis für diese Rose soll ich in 3 Tagen zurückkehren, um zu sterben? Aber das kann doch nicht wahr sein. Aber woher hast du denn diesen Schatz? Da ist doch noch irgendetwas, Vater. Bitte sag es mir. Aber nur dir sag ich es, Bella. Dieses Ungeheuer gab mir all das hier unter der Bedingung, dass du an meiner Stelle zu ihm gehst. Aber das werde ich niemals erlauben. Was ist das für ein Ring? Ein Ring. Den gab mir das Biest. Damit werde ich den Weg zu ihm zurückfinden. Komm, Vater. Du bist so erschöpft.
Ruh dich aus und mach dir keine Sorgen mehr. Morgen sieht alles schon viel besser aus. Ja? Ach, Bella. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht muss ich nun wirklich gehen. Versuch es zu verstehen. Werd ich dich wiedersehen? Ja, ich glaube fest daran, dass ich das Schicksal wenden kann. Irgendwann. Ja, ich brauch nur etwas Mut, etwas Glück, nur ein Stück. Und dann wird alles gut. Die 3 Tage sind vorüber und mein Licht, es ist kaum noch zu sehen. Heute muss die Tochter des Alten kommen. Er hat es mir versprochen. Aber was bedeutet den Menschen schon ein Versprechen? Und sollte er mich seine Tochter tatsächlich schicken, dann wäre noch grausamer, als ich es je gewesen bin. Pardon. Besetz.
Alles ist so, wie Vater es beschrieben hat. Kalt und schaurig. Sogar der Cello ist da. Nein, danke. Wo bist du? Ich weiß doch, dass du dich hier irgendwo verborgen hältst. Hast du den Tisch für mich gedeckt? Du hast mich doch erwartet. Warum also versteckst du dich denn vor mir? Wenn ich schon sterben muss, dann möchte ich meinen Henker wenigstens vorher kennenlernen. Steht ihr denn hier so versteinert rum? Wollt ihr mich etwa das ganze Fest mal alleine aufessen lassen? Ich brauche Gesellschaft. Und zwar lustige Gesellschaft. Gemütlich es bei euch sein kann. Wie in alten Zeiten. Und all der Aufwand nur meinetwegen? Es sieht ganz so aus. Wie lange haben wir keinen so köstlichen Wein serviert bekommen? Und erst das Essen. Das wird mir wie ein Stein im Magen liegen. An diesem Tisch möchte ich das Wort Stein nicht noch einmal hören. Stein aus. Steinreich. Steinreich. Hört ihr wohl auf damit? Sonst könnt ihr am Ende wirklich den Rest eures Lebens als Modersteine hier an den Wänden verbringen. Oh Gott, das will das nicht! Wir haben nichts gesagt! Trinken wir lieber auf. Name? Bella. Eigentlich bin ich gekommen, um meinen Vater zu retten. Ich dachte, mich erwartet hier der Tod. Und stattdessen habe ich euch, habe ich Freunde gefunden. Wenn du willst, dann hier wäre noch ein Plätzchen frei. Was für ein super kleiner Holz. Was ist mit euch passiert? Wer seid ihr denn, wenn ihr nicht aus
Stein sagt. Nicht so laut. Sowas darfst du uns nicht fragen. Guck das da an. Das ist aus billigstem Sperrholz. Ich dagegen... Der reinste Mord, denke ich. Oh, du, sowas sollte ich mir doch nicht von dir. Wir alle hier sind Teil eines Geheimnisses, über das wir niemals reden dürfen. Niemals. Wir sind nur dazu da, dich willkommen zu halten, dir Essen und Wein zu geben und dafür zu sorgen, dass du dich bei uns zu Hause fühlst. Zu Hause? Aber ich habe doch schon ein Zuhause. Ich habe Schwestern. Und einen Vater, den ich sehr vermisse. Dann wirst du uns nicht helfen können, Bella. Ich gehe nicht wieder fort. Ich muss mir Unterricht geben. Bei euch scheint mir alles wie im Traum. Es ist, als ob ich in eine andere Welt geraten bin. Komm in die Welt der Farben. Komm in die Welt der Farben. Tauch in ein Meer von Farben. Schimmer in der Fantasie. Komm in die Welt der Farben. Komm in die Welt der Magie. Tauch in ein Meer von Farben. Schimmer in der Fantasie. Komm in die Welt der Farben. Komm in die Welt der Magie. Tauch in ein Meer von Farben. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du bist tatsächlich gekommen, obwohl du wusstest, dass ich ein Monster bin. Wie lange ist es her, seit ich einen Menschen in meinen Armen gehalten habe. Meine Hände zittern. Mein versteinertes Herz. Ich fühle es zum ersten Mal wieder klopfen. Ich wünschte, dass ich ewig hier so bei dir sitzen könnte. Wie schön du bist, Bella. Was ich fühl,
was mit mir geschieht. Was mit mir geschieht. Was mit mir geschieht. Bella. Willst du mich jetzt töten? Bist du freiwillig zu mir gekommen? Oder hat dich dein Vater dazu gezwungen? Er hat mich nicht dazu gezwungen. Niemand hat mich jetzt irgendetwas zwingen können. Aber du wirst den Rest deiner Tage hier, in dieser Hölle, mit mir, mit deiner Bestie verbringen müssen. Mit einer Bestie? Ich kann hier weit und breit keine Bestie entdecken. Willst du dich über mich lustig machen? Starr mich nicht Warum so an! Nicht? Ich will nicht, dass du von meiner Schönheit geblendet wirst. Bei Tag sehe ich noch grauenvoll aus als im Dunkeln. Wenn ich wollte, könnte ich auf Jahrmärkten auftreten, hereinspazieren, die Herrschaften. Heute zeigen wir euch das hässlichste Ungeheuer, das ich gebe. Es war. Du bist hässlich. Aber du hast ein gutes Herz. Ein gutes Herz. Ein gutes Herz. Glaube mir doch, da wo ich herkomme, da gibt es weit schlimmere Scheusale als dich. Und sie haben doch die allerschönsten Gesichter. Du meinst? Du hast recht. Als ich mich zu dir auf den Weg machte, da war noch Sommer und nun... Nun, toben draußen schon die ersten Herbststürme. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Thank you.
Stella. Seitdem du bei mir bist, verspüre ich eine neue Kraft in mir. Du hast mir so geholfen. Ja, du hast dich verändert. Seit wie vielen Monaten bin ich nun schon hier bei euch? Ein Jahr ist seit deiner Ankunft vergangen, Bella. Ein Jahr. Und manchmal kommt es mir wie eine Ewigkeit vor, dass ich von zu Hause fort bin. Bella, willst du meine Frau werden? Nein, ich darf dir keine falschen Hoffnungen machen. Dich heiraten, das kann, das werde ich niemals. Aber ich bleibe immer deine Freundin. Versuch dich damit zufrieden zu geben, ja? Ich weiß ja, dass ich hässlich und abstoßend bin. Ich weiß ja, dass du mich nicht lieben kannst. Aber versprich mir wenigstens, mich niemals zu verlassen. Verstehst du nicht? Du verlangst etwas Unmögliches von mir. Ich habe Heimweh. Ich sehne mich so sehr danach, meinen Vater wiederzusehen. Ich weiß, was Sehnsucht bedeutet, Bella. Aber du hast keine Wahl mehr. Du wirst bei mir bleiben. Und wenn du anfängst, mich zu hassen, wirst auch du eines Tages zu Steine starren. Und das wird dann der Tod sein, den ich deinem Vater angekündigt habe. Wenn ich doch nur einmal noch meinen Vater wiedersehen könnte. Das kannst du haben. Deine Familie, nach der du dich so sehr sehnst, die hatte ich längst vergessen. Mach ich nur ohne sie, mein Sonnenschein. Wenn ich nicht so feige wär, dann würde sie jetzt bei mir sein. Meine tapfere Bella, komm heim. Dass ich sie gehen ließ, werd ich mir niemals verzeihen, meine mutige Bella, komm heim. Hätt ich doch den Mund gehalten, dann hielt ich mein Mädchen jetzt im Arm, dir hätt sie sicher und warm. Lastet schwer auf mir, kälter als Stein. Die Angst wütet tief in mir, dieser Mann wird niemals mehr der Alte sein. Du bist mein Leben, kleine Bella, vom Heim. Wie soll ich denn alles, was mir Kraft und Liebe gab, im verlorenen Haar. Hätt ich bis nachgedacht, zur rechten Zeit, ich könnte vor Scham vergehen. Gebrochener Mann, dem nichts mehr bleibt. Oh, meine Tapfer.
alt, wie müde er geworden ist. Lass mich zu ihm. Lass mich ihn noch einmal sehen. Ich muss ihm sagen, dass es mir gut geht hier bei dir. Mein Vater braucht mich jetzt. Ich war doch sein Ein und Alles. Das bist du auch für mich. Geh zu deinem Vater, Bella. Du lässt mich, ich darf wirklich... Lieber möchte ich tot sein, als dir Kummer bereiten. Du wirst nicht sterben. Ich kehre zu dir zurück. In 3 Tagen bin ich wieder da. Versprich nicht, was du nicht halten kannst. Ich kehre zu dir zurück. Hier. Pass so lange auf meine Rose auf. Und nun bis bald. Bis bald. Nein. Bella, dieser Abschied war endgültig. Ich, warum ich, stand das nicht mehr aus. Diese Qual versteinert in der Einsamkeit. Mein Herz zerrissen in der Dunkelheit. Warum ich? Endlose Stille, die Nacht wird zur Hölle, der Tag wird zur Nacht, wo die Finsternis lacht. Ich, warum ich, was hab ich nur getan? Bin verbannt, gefangen in der Grausamkeit, mein Gesicht gefangen in der Hässlichkeit. Warum ich, endlose Nächte, der Hass dunkler Mächte, kein Trost, wenn ich weine für immer allein. Was ist mit mir los? Kein Trost, verloren in Unendlichkeit. Mein Verstand, verloren ohne Menschlichkeit. Warum ich? Endlose Qualen, den Schmerz zu ertragen, die Angst zu versagen, vom Schicksal geschlagen. Denn niemand wird je meine Tränen berühren. Ich bin verlassen in der Traurigkeit und ich muss mich hassen wie mein Selbstmitleid. Warum ich? Endlose Leere, die Zeit trägt Gewehre, mein Leben tot. Warum bin ich nicht? Bye.
Komm, Bella, trink mit mir ein Glas auf unser weiter zukünftiges Glück. Beim Anblick unseres Aschenputtes fahren ihm noch mal die Augen aus dem Kopf. Während er die beiden schönsten vor Ort nicht mit einem Blick würdig. Gustav, nun schau dir doch mal sein Gesicht an. Wie bitte soll ich mich da amüsieren? Mein Gott, Bella, vergiss doch einmal deinen Vater und wirf den Mantel der Barmherzigkeit zur Abwechslung über mich. Soll doch der Alte dein ganzes Vermögen verlieren. Was sagst du? Ich biete dir ein viel größeres. Sieh mich an. Ich bin alles. Ich bin reich. Ich bin schön. So charmant. Und bescheiden. Ja, ich habe alles. Ich habe Geschmack. Ich habe Geld. Er hat Stil. Nicht alle Tassen im Schrank. Ich kann alles. Ja, vor allen Dingen kannst du gut angeben. Jedes Mädchen hier im Dorf leckt sich die Finger nach mir. Oh. Ja, lecker! Gustav, kannst du mir nur einen vernünftigen Grund nennen, warum ich jemanden wie dich, der doch so perfekt ist, ein ganzes Leben lang an meiner Seite tragen sollte? Einen Grund? Mon Dieu! Einen ganzen Kopf! Hier steht ein Held. Oje, wer hat den denn bestellt? Schau dieses Mannsbild an, was ich alles kann. Ich bin so stark wie ein Baum. Na ja, da wollen wir erst einmal schauen. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst ein jeder Mann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welcher eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste, ich bin für die Liebe gemacht. Du bist ganz einfach der Beste, da kannst du mir vertrauen. Von daher genügt deine Geste und das Lachen auch alle Frauen. Pass auf, ich bin auch der Schnellste. Dafür leider nicht der Hellste, du stierst nach jeder Schürze. Das gibt doch dem Leben die Würze. Ich hab so viele Qualitäten und ein Portemonnaie voller Moneten. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst dann jedermann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welch eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste, ich bin für die Liebe gemacht. Du bist ganz einfach der Beste, da kannst du mir vertrauen. Von dir genügt eine Geste und es lachen alle Frauen. Ich fang stets den dicksten Fisch, du weißt, ich gebe nicht an. Sicher, du bist wählerisch, doch ich bin der beste Mann. Ich bin ein Mann, Mann von Welt. Ich nehme mir die Frau, die mir gefällt. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst dann jeder Mann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welch eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste. Ich bin für die Liebe gemacht. Hey! Aber meine Damen, nicht so stürmisch. Du warst fantastisch. Ja. Einfach umwerfen. Ich weiß. Lasst uns etwas trinken gehen. Das hast du recht gemacht, meine Tochter. Ein solcher Schnösel hat in unserer Familie nichts zu suchen. Du, ich glaube sogar, der Gustav würde sich noch freuen, wenn du bankrott machen würdest. Bankrott machen? Ella, sagst du etwas nicht? Aber warum denn? Auch dann werden wir doch einen Ausweg finden. Du gibst wohl nie auf, oder? Nein. Und auch wenn wir alles, wirklich alles Nein, verlieren Bella. Würden. Ich gebe die Suche niemals auf. Die Suche? Nach neuen Reichtümern? Nein, natürlich nicht. Die Suche nach etwas, was ich wirklich brauche. Etwas, das mir Gustav mit seinem ganzen Geld nicht bieten kann. Etwas, was hier drin steckt und raus muss. Verstehst du mich? Vielleicht.
du eigentlich? Ich habe dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Tja, ich komme von weit her. Denn auch ich bin auf der Suche. Und nach was? Es gilt, ein verwunschenes Leben zu befreien. Oje, das klingt ja wie im Märchen. Bist du schon lange unterwegs? Seit Jahrhunderten. Oh, da wird's aber langsam Zeit. Ich glaube, meine Suche wird bald beendet sein. Ich bin ja so neugierig. Da muss es doch noch mehr geben als dieses Dorf und meine Schwestern. Und Gustav. Und dieses dauernde Gerede um Geld, Geld, Geld. Ja. Ich bin mir ganz sicher. Das hier. Alles ist verloren. Nun sind wir Bettler, mein Schiff ist gesunken mit allem, was ich je besessen habe. Alles verloren. Nun stehe ich wie einer, verzweifelt und betrogen vor den Trümmern meines Lebens. Du hörst es doch selber. Meine Schwestern, sie werden mir doch keine Ruhe geben, bis ich mich doch noch von irgendwoher Geld abgetrieben habe. Bringst du uns auch etwas von deiner Reise mit? Ich habe noch keine passenden Ohrringe für dieses Kleid hier. Und mir hast du schon seit langem einen neuen Pelzmantel versprochen. Und du, Bella, hast du gar keinen Wunsch? Nein, nur den, dass du hier bei uns bleibst. Bella. Bitte. Also gut, dann bitte ich dich um eine Rose. Bring mir einfach nur eine Rose mit, ja? Oh. Auf Wiedersehen, meine drei. Auf Wiedersehen, Bella. Auf Wiedersehen, Vater. Und pass gut auf dich auf. Ah! Ah! Oh! Ah!
endlich in Sicherheit. Aber wo bin ich? Was für eine merkwürdige Welt. Eine Menschenseele ist zu sehen. Wohnt hier denn niemand? Wie dunkel. Wie kalt das alles ist. Besetzt. Wer war das? Muss fort von hier! Nein, bleib! Du musst bleiben! Ja, ihr seid hier! Pardon, aber ich bin besetzt! Und ich verlieb erstehen! Seit Jahrhunderten warten wir hier auf dich! Auf mich? Ja! Aber warum? Du kennst dich nicht zufällig mit Holzwärmer aus? Ich bin ganz morsch! Darf ich dir einen Platz mit garantierter Bruchlandung anbieten? Wir alle hier im Schloss brauchen deine Hilfe. Willst du mir nicht wenigstens zuhören? Mein Gott, was hat mir gerade noch gefehlt? Als wäre ich nicht genug gestraft mit diesem üblen Fluch. Ich hab die Jahre nicht gezählt, die ich verbracht in diesem Schloss. Mit diesem Biest ist das denn nicht genug? Er tat nicht, wie es sich geziemt, doch hat er dies Lob nicht verdient. Was kann in die Welt verschreien, die ganze Wut und Höllenpein. Aber was nützt alles Klagen? Ich muss den Zustand hier ertragen. Reingeschneit, namens unsere Menschlichkeit, die Fee, wie sie sich selbst gern nennt, für ihre Arbeit konsequent. Mein Gott, ja, was kann ich denn schon dafür? Stand immer treu in seinem Dienst, hab ich das denn verdient? Mein Gott, ihr doch nichts getan, war ihr wahrscheinlich nur im Weg, an jenem Tag, an dem sie ihn verflucht. Er war schon immer eine Pein, doch ich blieb stumm und hielt zu ihm. Was hat es mir gebracht, was er auch tat? Er war gemein, jetzt muss ich zahlen, unter Qualen meine Pflicht und lege diese. Verstehst du nun? Jahr für Jahr verwandeln wir uns mehr in diese Monster.
Siehst du dieses Licht? An ihm können wir die Zeit ablesen, die uns noch bleibt. Denn wenn es erlischt, verwandeln wir uns endgültig und unwiederbringlich zu Stein. Du musst uns von dem Fluch befreien, bevor es zu spät ist. Aber das Licht ist schon fast erloschen. Das Ich würde euch so gerne beistehen, wenn ich nur wüsste, was ich tun kann. Eine Rose? In diesen toten Mauern? Wenigstens einen Wunsch kann ich erfüllen. Bellas Rose. Wessen Rose? Was denkst du, wer du bist? Du warst es? Hände weg von der Rose! Willst du sehen, wie das ist, wenn man für immer wie im Kerker lebendig begraben ist? Wer bist du? Was habe ich dir getan? Ich wollte nichts Unrechtes tun. Bitte, lass mich gehen. Undankbarer! Ich habe dir das Leben gerettet, indem ich dich in mein Schloss aufnahm. Und als Dank stiehlst du mir meine Rose. Dafür wirst du sterben müssen. Aber sei gnädiger Herr, aber die Rose war für meine Tochter bestimmt, die sich nicht so sehr gewünscht hatte. Ich heiße nicht gnädiger Herr. Höflichkeiten sind mir verhasst. Ich will, dass man sagt, was man denkt. Du hast eine Tochter? Nun gut. Was hältst du von einem kleinen Handel? Ich schenke dir die Freiheit, wenn du versprichst mir binnen 3 Tage deine Tochter Bella zu schicken, damit sie an deiner Stadt stirbt. Bella sterben? Was verlangst du da von mir? Dann sei selbst mein Gast. An Mut wird es dir gewiss nicht fehlen. Oder überleg es dir gut. Ich schenke dir die Freiheit. Du wirst sogar als reicher Mann in dein Dorf zurückkehren, wenn du mir dafür deine Tochter schickst. Kein Mensch. Du bist eine Bestie. Lautet so deine Antwort. Siehst du diesen Ring? Heute. 3 Tagen warte ich auf die Lieferung meiner Waren. Da muss etwas passiert sein. Vater! Na was?
Nun mach doch nicht so ein Gesicht. Komm und feier mit uns dieses Fest. Du musst dir mal das Buffet anschauen. Das wird deine Laune sofort steigen. Papalapap. Diese gefüllten Auberginen. Wirst du ganz bestimmt ohne Vaters Unterstützung aufessen müssen. Wieso? Mag ich keine Auberginen? Er mag keine Feste, Schwesterlein. Vater ist und bleibt nur mal ein Spielverderber. Nun lass ihn doch in Ruhe. Er hat im Moment wirklich andere Sorgen. Ja, ja. Geschäfte hier und Geschäfte da. Geld, Waren, sein Schiff. Warum sollte da schon was Schlimmes passiert sein? Wie warte, dass du ganz ohne Essen aufhältst? Es hat eben nicht jeder so einen gesunden Appetit wie du. Na hör mal, man wird doch wohl noch seinen kleinen Hunger stillen dürfen. Mein kleiner Hunger will ganz anders gestillt werden. Sieh mal da drüben ist Gustav. Hier sind wir, Gustav. Juhu! Mademoiselle. Oh. Oh la la. Eine kleine Familienzusammenkunft? Wie amüsant. Nicht doch. Willst du nicht mit mir? Tut mir leid. Bella oder keine. Bella, komm. Schwing mit mir das Tanzen. Ach nein, immer Papis Liebling. Da wollen wir doch erst mal sehen, ob du genauso viel tanzen wie reden kannst. Würden Sie mir die Ehre erweisen und mir den nächsten Tanz reservieren? Das wird ja immer besser. Ich hab die Älteren an Rechte auf. Aber, meine Damen, warum denn gleich streiten? Ihr werdet schon alle auf eure Kosten kommen. Auch die Älteren an Rechte. Ich trete ihn freiwillig an dich ab, Grete. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Er verdient nichts Besseres. Na, hör mal. Wie redest du denn vom begehrtesten Junggesellen in unserem Dorf? Ich wünsche mir, dass nur einer von den Männern hier ein bisschen mehr im Kopf hätt als Blödsinn und mehr. Moment mal. Ja, bitte, bitte. Bella? Da gehen wir zum Glück und trinken ein Bier. Tag ein, Tag aus, der gleiche Trott in unserem Dorf am Rand der Stadt. Wir fragen dich nach den tieferen Sinn. Tag aus, Tag ein, den gleichen Trott. Ob ihr mal was passiert, was kommt. Wir gehen nicht nur selten mal etwas schief in unserem Dorf am Rand der Stadt. Donnerstags wird keine Zeit verschwendet, da wird mit den Mädels das Heu gewendet. Freitags da fangen wir lecker Fisch und abends geht's ab in die Schenke. Samstags da werden die Krüge poliert, damit dann am Abend alles läuft wie geschmiert. Denn abends geht's ab in die Schenke. Sonntags in der Kirche brummt mir der Schädel. In den Morgen sitzt man nie mit Mädels. Und ratet mal, was am Abend passiert. Da gehen wir zum Wirt und trinken ein Bier. Tag ein, Tag aus, der gleiche Trott. In unserem Dorf am Rand der Stadt. Gemächlich geht der Tag dahin. Wir fahren nicht nach dem tieferen Sinn. Da habe ich mich beim Rasieren geschnitten. Und vorgestern, da ist meine Katze. Mein Gott, das ist der Schuss, die Katze. Sonnenbedank. Und ist ihr nicht mehr im letzten Jahr, als Weihnachten dieses Schreckliche. Jetzt macht dich das ganze Leben auf.
neue Welt zu sehen, Abenteuer zu bestehen, neue Wege noch zu gehen. Vielleicht gibt es ja Zauberer und Märchenfeen, Wunder, die mir bald geschehen, Menschen, die sich gut verstehen. Es gibt so viele Harmonien, ungezählte Melodien, tausend Fantasien. Ja, ich glaube fest daran, dass ich all das sehen kann. Irgendwann wird mit offenen Augen gehen, mich bemühen zu verstehen, mit Geduld und Verstand. Irgendwann. Ich tanze im Sonnenlicht, da wartet das Glück auf mich. Wie schweben. Ich möchte fliegen himmelwärts, lieben ohne Schmerz, Vertrauen in ein Herz. Irgendwann. Und nach all dem. Nach all dem suche ich. Verstehst du mich? Du wirst es schon finden, Bella. Wo bist du denn? Hey, wo steckst du? Einfach verschwunden. Jetzt sprichst du schon mit Gespenstern. Du? Unsere kleine Schwester ist durchgedreht. Wisst ihr, was irgendwann sein wird? Als alte Jungfer wird sie enden, irgendwann. Ganz im Gegensatz zu uns. Wollt ihr wirklich den Unterschied zwischen euch und uns wissen? Oh, ja, doch. Hallo, dann zeigt mal eure ganz speziellen Qualitäten. 2, 3, 4. Ganz einfach blöde, das Dorf, in dem wir hausen, ist wirklich furchtbar öde, so ein dummer Haufen, ist zu bedauern, es ist zum Haare raufen, wir werden die besauern, ihr wisst es nicht zu schätzen, dass wir die Schinden sind, Perlen vor die Säue, das ist wohl Schicksal und das kann uns nicht verletzen, weil wir die Reichsten sind, das Freude steht das Neue, das Beste ist für uns ganz gut genug, weil wir die Rosen in der das Edelwein an der Grenze sitzt. Ja, so sieht es aus. Doch tief hier drinnen,
brauchen wir auf einen Mann, den wir gut gesehen ist, der uns von hier erlösen kann. Ein Mann mit Feuer, ein Abenteuer, unbedingt ein Treue. Das ist für uns ein Glück genug, weil wir die Rosen in dem Gewiss sind, weil wir das Edelwein am Erkennen sind. Ja, so sieht es aus! Ganz schon frech. Diese Grete, schämt ihr euch nicht? Wer die beiden mal heiratet, ist nicht zu beneiden. Kaufmann! Kaufmann! Kaufmann, ich muss... Ich konnte nicht eher. Ich... Das Schiff ist gesunken. All meine Waren und vernichtet mein Lebenswerk. Steht ein Held. Oje, wer hat den denn bestellt? Schau dieses Mannsbild an, was ich alles kann. Ich bin so stark wie ein Baum. Naja, da wollen wir erst einmal schauen. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst ein jeder Mann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welch eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste, ich bin für die Liebe gemacht. Du bist ganz einfach der Beste, da kannst du mir vertrauen. Schon immer genügt deine Geste und es lachen auch alle Frauen. Pass auf, ich bin auch der Schnellste. Dafür leider nicht der Hellste, du stierst nach jeder Schürze. Das gibt doch dem Leben die Würze. Ich hab so viele Qualitäten und ein Portemonnaie voller Moneten. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, erblasst dann jedermann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welch eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste, ich bin für die Liebe gemacht. Du bist ganz einfach der Beste, da kannst du mir vertrauen. Von mir genügt eine Kiste und es lachen alle Frauen. Ich fang stets den dicksten Fisch, du weißt, ich gebe nicht an. Sicher, du bist wählerisch, doch ich bin der beste Mann. Ich bin ein Mann, Mann von Welt. Ich nehm mir die Frau, die mir gefällt. Ich bin ganz einfach der Größte, gegen mich kommt keiner an. Wenn ich meine Muskeln entblöße, der Platz bleibt jeder Mann. Ich bin ganz einfach der Größte, schaut her, welch eine Pracht. Von allen bin ich der Schönste. Ich bin für die Liebe gemacht. Hey! Aber meine Damen, nicht so stürmisch. Du warst fantastisch. Ja. Einfach umwerfen. Ich weiß. Lasst uns etwas trinken gehen. Das hast du recht gemacht, meine Tochter. Ein solcher Schnösel hat in unserer Familie nichts zu suchen. Ich glaube sogar, der Gustav würde sich noch freuen, wenn du bankrott machen würdest. Bankrott machen? Ella, sagst du etwas nicht? Aber warum denn? Auch dann werden wir doch einen Ausweg finden. Du gibst wohl nie auf, oder? Nein. Und auch wenn wir alles, wirklich alles verlieren würden. Ich gebe die Suche niemals auf. Die Suche? Nach neuen Reichtümern? Nein, natürlich nicht. Die Suche nach etwas, was ich wirklich brauche. Etwas, das mir Gustav mit seinem ganzen Geld nicht bieten kann. Etwas, was hier drin steckt und raus muss. Verstehst du mich? Vielleicht. Wer bist du eigentlich? Ich habe dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Ja, ich komme von weit her. Denn auch ich bin auf der Suche
Und nach was? Es gilt, ein verwunschenes Leben zu befreien. Oje, das klingt ja wie im Märchen. Bist du schon lange unterwegs? Seit Jahrhunderten. Oh, da wird's aber langsam Zeit. Ich glaube, meine Suche wird bald beendet sein. Ich bin ja so neugierig. Da muss es doch noch mehr geben als dieses Dorf und meine Schwestern. Und Gustav. Und dieses dauernde Gerede um Geld, Geld, Geld. Ja. Ich bin mir ganz sicher. Das hier. Dinge auf der Welt zu sehen, Abenteuer zu bestehen, neue Wege noch zu gehen. Vielleicht gibt es ja Zauberer und Märchenfeen, Wunder, die mir bald geschehen, Menschen, die sich gut verstehen. Es gibt so viele Harmonien, ungezählte Melodien, tausend Fantasien. Ja, ich glaube fest daran, dass ich all das sehen kann. Irgendwann wird mit offenen Augen gehen, mich bemühen zu verstehen, mit Geduld und Verstand. Nach all dem suche ich. Verstehst du mich? Du wirst es schon finden, Bella. Wo bist du denn? Hey, wo steckst du? Einfach verschwunden. Jetzt sprichst du schon mit Gespenstern. Du? Unsere kleine Schwester ist durchgedreht. Wisst ihr, was irgendwann sein wird? Als alte Jungfer wird sie enden. Irgendwann. Ganz im Gegensatz zu uns. Wollt ihr wirklich den Unterschied zwischen euch und uns wissen? Oh, ja, doch. Hallo, dann zeigt mal eure ganz speziellen Qualitäten. 2, 3, 4. Ganz einfach blöde, das Dorf, in dem wir hausen, ist wirklich furchtbar öde. So ein dummer Haufen ist zu bedauern, es ist zum Haare raufen. Wir werden die besauen, ihr wisst es nicht zu schätzen. Das wir die Schützen sind, Perlen vor die Säue. Das ist für Schicksal, doch das kann uns nicht verletzen. Weil wir die Reichsten sind, das freut uns stets aufs Neue. Das Beste ist für uns ganz gut genug, weil wir die Rosen in der Wüste sind.
das Edelwein an der Küste sitzt. Ja, so sieht es aus. Oben die Paläste, Bären und Fischpuppe hängen, Papa, ach, der Gute. Kann dich noch retten, siehst ein Schlüssel, Mensch zu sein, sie kann dich erlösen aus deinen Ketten. Die Liebe kann dich vom Fluch befreien. Er ist wieder da. Ise, Grete. Bella, euer Vater ist zurück. Und mit Schätzen beladen. Mit Schätzen beladen? Wo ist er? Wo ist er denn? Auf einmal ist dir meine Wäsche völlig egal, um die du dich gestern noch gerissen hast. Meine Kinder, meine Töchter, ich hatte solche Sehnsucht nach euch allen. Vater, was ist mit dir passiert? Du siehst blass und erschöpft aus. Sicher hat er unterwegs nichts Anständiges zu essen bekommen. Ist diese winzig kleine Kiste alles, was du von der Schiffsladung retten konntest? Das sind meine Geschenke für euch. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Teuer, sie nicht zu stehen gekommen ist, möge sie dir ewig Glück bringen, Bella. Vater, du hast mein Leben gerettet. Gib das her. Das passt zu meinen Augen. So viele Ohrringe. Und ich habe nur zwei Ohren. So viele Goldstücke. Noch eine größere Börse. Reich. Wir sind wieder reich. Ja. Vater. Du kommst derart reich beladen zurück und bist doch unglücklicher als je zuvor. Was ist das denn, was dich so bedrückt? Bella, ich bin in die Fänge einer grauenhaften Bestie geraten. Und als Preis für diese Rose soll ich in 3 Tagen zurückkehren, um zu sterben. Was? Aber das kann doch nicht wahr sein. Aber woher hast du denn diesen Schatz? Da ist doch noch irgendetwas, Vater. Bitte sag es mir. Aber nur dir sag ich es, Bella. Dieses Ungeheuer gab mir all das hier unter der Bedingung, dass du an meiner Stelle zu ihm gehst. Aber das werde ich niemals erlauben. Was ist das für ein Ring? Ein Ring. Den gab mir das Biest. Damit werde ich den Weg zu ihm zurückfinden. Komm, Vater. Hm? Du bist so erschöpft. Ruh dich aus und mach dir keine Sorgen mehr. Morgen sieht alles schon viel besser aus. Ja? Ach, Bella. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht muss ich nun wirklich gehen, versuch es zu verstehen, werd ich dich wiedersehen. Ja, ich glaube fest daran, dass ich das Schicksal wenden kann.
Drei Tage sind vorüber und mein Licht, es ist kaum noch zu sehen. Heute muss die Tochter des Alten kommen. Er hat es mir versprochen. Aber was bedeutet den Menschen schon ein Versprechen? Und sollte er mich seine Tochter tatsächlich schicken, dann wäre noch grausamer, als ich es je gewesen bin. Pardon. Alles ist so, wie Vater es beschrieben hat. Kalt und schaurig. Sogar der Cello ist da. Nein, danke. Wo bist du? Ich weiß doch, dass du dich hier irgendwo verborgen hältst. Hast du den Tisch für mich gedeckt? Du hast mich doch erwartet. Warum also versteckt? Zock für die Tale, ziehen wir eine Schnute und dann ist ihm gar nicht wohl zumute. Doch tief hier drinnen hoffen wir auf einen Mann, den wir gut gewinnen, der uns von hier erlösen kann. Ein Mann mit Feuer, ein Abenteuer, unbedingt ein Feuer. Schätze ist für uns ganz gut genug, weil wir die Rosen in der Wüste sind, weil wir das edle Wein am Ende sind. Ja, so sieht es aus! Ganz schon frech. Elisa, Greta, schämt ihr euch nicht? Wer die beiden mal heiratet, ist nicht zu beneiden. Kaufmann! Kaufmann! Kaufmann, ich muss... Ich konnte nicht eher. Ich... Das Schiff ist gesunken. All meine Waren.
vernichtet. Mein Lebenswerk. Alles ist verloren, nun sind wir Bettler, mein Schiff ist gesunken mit allem, was ich je besessen habe. Alles verloren, nun stehe ich wie einer, verzweifelt und betrogen, vor den Trümmern meines Lebens versunken. Was musst du viel getrunken oder haben wir was an den Ohren? Hör auf zu spaßen, schluss mit den Witzen, alles weg, was wir besaßen. Es kann doch gar nicht sein, was ich seit Jahr auf, Vater. Bist du sicher, dass da gar nichts mehr zu machen ist? Nie mehr kostbare Seide aus China. Keine neuen Schuhe aus Paris. Keine echten Minis mehr. Wer um Himmels Willen soll jetzt das Haus putzen? Wie konntest du nur unser ganzes Hab und Gut einem einzigen Schiff anvertrauen? Warte jetzt in Ruhe. Warte, du musst selber noch einmal zum Hafen. Und dich an Ort und Stelle umsehen, ob dich doch noch etwas zu retten ist. Wo willst du hin? Was hast du vor? Stella, du hörst es doch selber. Deine Schwestern. Sie werden mir doch keine Ruhe geben, bis ich mich doch noch von irgendwoher Geld abgetrieben habe. Bringst du uns auch etwas von deiner Reise mit? Ich habe noch keine passenden Ohrringe für dieses Kleid hier. Und mir hast du schon seit langem eine neue Pelzmantel versprochen. Und du, Bella, hast du gar keinen Wunsch? Nein, nur den, dass du hier bei uns bleibst. Bella. Also gut, dann bitte ich dich um eine Rose. Bring mir einfach nur eine Rose mit, ja? Auf Wiedersehen, meine drei. Auf Wiedersehen, Bella. Auf Wiedersehen, Vater. Und pass gut auf dich auf.
endlich in Sicherheit. Aber wo bin ich? Was für eine merkwürdige Welt. Eine Menschenseele ist zu sehen. Wohnt hier denn niemand? Wie dunkel. Wie kalt das alles ist. Wer war das? Muss fort von hier! Nein, bleib! Du musst bleiben! Ja, ihr seid nur. Pardon, aber ich bin besetzt! Und ich verstehe! Seit Jahrhunderten warten wir hier auf dich! Auf mich? Ja! Aber warum? Du kennst dich nicht zufällig mit Holzwürmern aus? Ich bin ganz morsch! Darf ich dir einen Platz mit garantierter Bruchlandung anbieten? Wir alle hier im Schloss brauchen deine Hilfe. Willst du mir nicht wenigstens zuhören? Mein Gott, da hat mir gerade noch gefehlt, als wäre ich nicht genug geschafft mit diesem üblen Fluch. Ich hab die Jahre nicht gezählt, die ich verbracht in diesem Schloss. Mit diesem Biest ist das denn nicht genug? Er tat nicht, wie es sich geziemt, doch hat er dies Lob nicht verdient. Was gern in die Welt ausschreien, die ganze Wut und Höllenpein. Aber was nützt alles Klagen? Ich muss den Zustand hier ertragen. Sie kam ganz einfach reingeschneit, nahm uns unsere Menschlichkeit, die Fee, wie sie sich selbst gern nennt, hat ihre Arbeit konsequent. Mein Gott, ja, was kann ich denn schon dafür? Stand immer treu in seinem Dienst, hab ich das denn verdient? Mein Gott, ich habe ihr doch nichts getan, war ihr wahrscheinlich nur im Weg, an jenem Tag, an dem sie ihn verflucht. Er war schon immer eine Feind, doch ich blieb stumm und hielt zu ihm. Was hat es mir gebracht, was er auch tat? Er war gemein, jetzt muss ich zahlen, unter Qualen meine Pflicht. Verstehst du nun? Jahr für Jahr verwandeln wir uns mehr in diese Monster.
Siehst du dieses Licht? An ihm können wir die Zeit ablesen, die uns noch bleibt. Denn wenn es erlischt, verwandeln wir uns endgültig und unwiederbringlich zu Stein. Aber du musst uns von dem Fluch befreien, bevor es zu spät ist. Aber das Licht ist schon fast erloschen. Das Ich würde euch so gerne beistehen, wenn ich nur wüsste, was ich tun kann. Eine Rose? In diesen toten Mauern? Wenigstens einen Wunsch kann ich erfüllen. Bellas Rose. Wessen Rose? Was denkst du, wer du bist? Du warst es? Hände weg von der Rose! Willst du sehen, wie das ist, wenn man für immer wie im Kerker lebendig begraben ist? Wer bist du? Was habe ich dir getan? Ich wollte nichts Unrechtes tun. Bitte, lass mich gehen. Undankbarer! Ich habe dir das Leben gerettet, indem ich dich in mein Schloss aufnahm. Und als Dank stiehlst du mir meine Rose. Dafür wirst du sterben müssen. Oh, verzeih, gnädiger Herr, aber die Rose war für meine Tochter bestimmt, die sich nicht so sehr gewünscht hat. Ich heiße nicht gnädiger Herr. Höflichkeiten sind mir ja verhasst. Ich will, dass man sagt, was man denkt. Du hast eine Tochter? Nun gut. Was hältst du von einem kleinen Handel? Ich schenke dir die Freiheit, wenn du versprichst mir binnen 3 Tage deine Tochter Bella zu schicken, damit sie an deiner Stadt stirbt. Bella sterben? Was verlangst du da von mir? Dann sei selbst mein Gast. An Mut wird es dir gewiss nicht fehlen. Oder? Überleg es dir gut. Ich schenke dir die Freiheit. Du wirst sogar als reicher Mann in dein Dorf zurückkehren, wenn du mir dafür deine Tochter schickst. Kein Mensch. Du bist eine Bestie. Lautet so deine Antwort? Siehst du diesen Ring? Wenn du ihn drehst, wird dir Hilfe gewährt. Er bringt dich dorthin, wohin du willst. Doch vergiss nie, was du mir versprachst. Schick mir deine Tochter in 3 Tagen. Meinen Kindern das Leben retten. Und ich? Ich werde hierher zurückkehren und meine Strafe selbst auf mich nehmen. Habt ihr das mitbekommen? Der alte Mann mit seiner Tochter könnte unsere Rettung sein. Seit 500 Jahren lastet nun ihr Fluch auf uns. Seit 500 Jahren leben wir an diesem einsamen Ort, der uns zu versteinern droht. Werde ich mein Vergehen, das ich schon so lange so bitter bereut habe, niemals abbüßen! Also.
alt, Mensch, warst du grob, leblos, mit einem Herzen aus Stein. Darum habe ich dich in ein Biest verwandelt. Die Anmut deiner Gestalt sollte nicht länger die Hässlichkeit deiner Seele verbergen. Doch nun hast du dich entschlossen, diesem armen Mann zu helfen. Mir scheint, du hast wirklich begonnen, dich zu ändern. Es soll dir eine letzte Möglichkeit gewährt werden, deinem Fluch zu entrinnen. Höre nun, Biest, gut an, was ich sage. Höre mir zu, auch wenn's dich verwirrt. Dir bleibt keine Wahl in deiner Lage, weil sonst auch dein Körper zu Felsen wird. Wenn es dir auch dieses Mal nicht gelingt, in einem anderen Herzen Liebe zu erwecken, dann werdet ihr alle endgültig zu Stein erstarren. Heute. 3 Tagen warte ich auf die Lieferung meiner Waren. Da muss etwas passiert sein. Vater! Was? Oh, nun mach doch nicht so ein Gesicht. Komm und feier mit uns dieses Fest. Bella. Du musst dir mal das Buffet anschauen. Das wird deine Laune sofort steigen. Papalapap. Diese gefüllten Auberginen. Wirst du ganz bestimmt ohne Vaters Unterstützung aufessen müssen. Wieso? Mag ich keine Auberginen? Er mag keine Fest. Schwesterlein, Vater ist und bleibt nur mal ein Spielverderber. Nun lass ihn doch in Ruhe. Er hat im Moment wirklich andere Sorgen. Ja, ja. Geschäfte hier und Geschäfte da. Geld, Waren, sein Schiff. Warum sollte da schon was Schlimmes passiert sein? Wie Vater das so ganz ohne Essen aushält. Es hat eben nicht jeder so einen gesunden Appetit wie du. Na hör mal, man wird doch wohl noch seinen kleinen Hunger stillen dürfen. Mein kleiner Hunger will ganz anders gestillt werden. Gustav! Hier sind wir! Gustav! Juhu! Mademoiselle! Oh la la! Eine kleine Familienzusammenkunft? Wie amüsant! Nicht doch! Willst du nicht mit mir? Tut mir leid! Bella oder keine? Bella, komm! Schwing mit mir das Tanzen! Ach nein! Immer Papis Liebling. Da wollen wir doch erst mal sehen, ob du genauso flott tanzen wie reden kannst. Würden Sie mir die Ehre erweisen und mir den nächsten Tanz reservieren? Das wird ja immer besser. Ich hab die Älteren an Recht auf. Aber meine Damen, warum denn gleich streiten?
Ihr werdet schon alle auf eure Kosten kommen. Auch die älteren Anrechte. Ich trete ihn freiwillig an dich ab, Grete. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Er verdient nichts Besseres. Na, hör mal. Wie redest du denn vom begehrtesten Junggesellen in unserem Dorf? Ich wünsche mir, dass nur einer von den Männern hier ein bisschen mehr im Kopf hätte als Blödsinn und Bier. Moment. Da gehen wir zum Grill und trinken ein Bier. Tag ein, Tag aus, der gleiche Spott in unserem Dorf am Rand der Stadt. Wir fragen dich nach den tieferen Sinn. Tag aus, Tag ein, im gleichen Spott. Auf ihr mal was, was dir bald kommt. Wir gehen nicht nur selten mal etwas schief in unserem Dorf am Rand der Stadt. Donnerstags wird keine Zeit verschwendet, da wird mit den Mädels das Heu gewendet. Freitags da fangen wir leckere Fisch und abends geht's ab in die Schenke. Samstags da werden die Krüge poliert, damit dann am Abend alles läuft wie geschmiert. Denn abends geht's ab in die Schenke. Sonntags in der Kirche brummt mir der Schädel. In den Morgen sitzt mein Lieblingsmädel. Wartet mal, was am Abend passiert. Da gehen wir zum Bett und trinken ein Bier. Tag ein, Tag aus, der gleiche Topf in unserem Dorf am Rand der Stadt. Der menschliche Güter sagt dahin, wir fragen nicht nach dem tieferen Sinn. Da habe ich mich beim Rasieren geschnitten. Und vorgestern, da ist meine Katze erschossen. Mein Gott, das ist erschütternd, die Katze erschossen. Und ist hier nicht mehr im letzten Jahr, als Weihnachten dieses schreckliche Hochwasser war. Mann, war das aber aufregend. Bella, trink mit mir ein Glas auf unser weiter zukünftiges Glück. Beim Anblick unseres Aschenputtes fahren ihm noch mal die Augen aus dem Kopf. Während er die beiden schönsten verorrt. Nicht mit einem Blick würdig. Gustav, nun schau dir doch mal sein Gesicht an. Wie bitte soll ich mich da amüsieren? Mein Gott, Bella, vergiss doch einmal deinen Vater und wirf den Mantel der Barmherzigkeit zur Abwechslung über mich. Soll doch der Alte dein ganzes Vermögen verlieren. Was sagst du? Ich biete dir ein viel größeres. Sieh mich an, ich bin
alles. Ich bin reich. Ich bin schön. So charmant. Und bescheiden. Ja, ich habe alles. Ich habe Geschmack. Ich habe Geld. Er hat Stil. Nicht alle Tassen im Schrank. Ich kann alles. Ja, vor allen Dingen kannst du gut angeben. Jedes Mädchen hier im Dorf leckt sich die Finger nach mir. Oh. Ja, lecker! Gustav, kannst du mir nur einen vernünftigen Grund nennen, warum ich jemanden wie dich, der doch so perfekt ist, ein ganzes Leben lang an meiner Seite tragen sollte? Einen Grund? Mon Dieu! Einen ganzen Kopf!